Hallo ihr lieben Singles und ihr Lieben, deren Beziehungsstatus unklar ist. Ich grüße euch. Seid willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir, was die Woche vom 25. bis zum 31. Juli für euch in Sachen Liebe und Partnerschaft bereithält. Vergesst auch nicht, am Ende Aszendent Mond Venus aus der Playlist rauszusuchen, euch das anzuschauen. Ja, also erst dann habt ihr auch wirklich alle Infos. Und natürlich die allgemeine Legung 25. bis 31. Die ist natürlich auch für euch, weil die sich nicht ganz speziell auf das Thema Liebe bezieht, sondern nur, wenn es durchkommt. So, ganz persönliche Fragen, die ich mit den Karten beantworte, könnt ihr mir als Kanalmitglied stellen. Dazu blende ich ganz am Ende des Videos nicht nur die Playlists ein mit allen wichtigen Videos für euch, sondern eben auch den Button persönliche Legung. Da könnt ihr euch umschauen. Gucken kostet nichts, deswegen, ja, wer da Interesse hat, darf sich da gerne umschauen. So, genug geredet, ich würde sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für alle Waage, Singles und alle Waagen, deren Beziehungsstatus unklar ist für den Bereich Liebe in der Woche vom 25. bis zum 31.07. Vielen Dank. Ritter der Kelche auf dem Kopf, der Eremit auf dem Kopf, Jungfrau Energie, vier der Stäbe. Der Stern auf dem Kopf, Königin der Stäbe auf dem Kopf und der Hierophant auf dem Kopf, Wassermann-Energie, Stier-Energie. So, meine Lieben, da ist aber ganz schön was los bei euch, sag ich mal. Also, die Singles unter euch haben hier die Möglichkeit, also entweder, na was heißt entweder, also es ist tatsächlich alles gleichzeitig parallel möglich, einen Flirt gehen zu lassen. Es kann jemand aus der Vergangenheit wieder zurückkommen, beziehungsweise jemand, der, mit dem ihr schon Kontakt habt, wo aber bis jetzt irgendwie es nicht richtig weiterging. Und ihr habt die habt die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, jemand komplett Neues. Also ist wirklich alles mit dabei bei euch, liebe Wagen. Jemand komplett Neues und ja, eine davon scheint wirklich auch richtig Beziehungspotenzial zu haben. Dafür scheiden andere maximal aus. Also wirklich maximal. Ja? Ihr werdet das fühlen. Also wir haben jetzt nicht drauf gelegt, wer das von allen Kandidaten hier sein wird, aber der mit dem absoluten Beziehungspotenzial, aber das wird wirklich eine ganz große Sache. Also das geht so tief. Für diejenigen von euch, die heiraten möchten oder nochmal heiraten möchten, ist auch das möglich. Das Zusammenziehen ist möglich, etc. pp. Ihr werdet aber tatsächlich alte Zukunftsvorstellungen, vielleicht auch alte Beziehungskonzepte über Bord schmeißen. Ja, wie gesagt, und da ist viel Aussortieren, Durchsortieren, neu kennenlernen, auch neu kennenlernen im Kontext von Menschen, die entweder aus der Vergangenheit zurückkommen oder wo es so ein bisschen holprig im Start war, ja, ihr Beziehungsstatus unklar. Wagen, also auch da ist nochmal ein komplett neues Kennenlernen, einen neuen gemeinsamen Weg finden angesagt. Und das kommt alles sehr plötzlich, das überrollt euch fast schon, ja. Und das ist wirklich wenige Tage und dann ist die Sache irgendwie geritzt. Wir fragen nach weiteren Impulsen. Na? Versteck dich nicht. So, hier haben wir sie, die Versöhnungskarte mit jemandem aus der Vergangenheit. Es wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr stabil und eindeutig, wie ich eben gesagt habe, ne? Und gleichzeitig hier das sich befreien aus Geschichten, die
einfach nichts mehr mit euch und eurer Vorstellung, euren Zukunftsplänen auch zu tun haben. Ja, es gibt ja auch einige, die sagen, hey, ich würde doch ganz gerne noch ein Baby haben oder hey, ich würde ganz gerne, irgendwie habe ich gemerkt jetzt in all den Jahren, das Konzept offene Beziehung mit jemandem, wo man wirklich Vertrauen hat. Ne? So offene Beziehung funktioniert nur, wenn man wirklich eine Basis hat und die Gefühle füreinander klar, ehrlich und gefestigt sind. Aber das ist ein Konzept, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Also wirklich, da gibt's ganz viele verschiedene Möglichkeiten in Sachen Liebe, Beziehung, Beziehungsgestaltung, die irgendwie neu sind und ja, alte werden abgelöst durch diese neuen Konzepte. Ja, dann gibt es auch diejenigen unter euch, die sagen, die immer gesagt haben, ich werde niemals heiraten, ich werde niemals mit jemandem zusammenziehen, zack, ja, Ring am Finger, gemeinsames Dach über dem Kopf. Oder halt eben auch genau andersrum, ja, diejenigen, die das immer angestrebt haben, sagen, hey, nee, eigentlich habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, das ist ganz gut, wenn jeder so seine vier Wände hat. Also da kommt ganz viel neu und wie gesagt, das sind sämtliche Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, mit jemandem eine Beziehung zu vertiefen, aber auch Menschen rauszuschmeißen, wo es wirklich, also die einfach nicht mehr in eure Vorstellung passen. Und wie gesagt, das ist überrollt euch, ihr müsst eigentlich gar nichts tun. Ja. Und die Möglichkeit, sich mit jemandem zu versöhnen aus der Vergangenheit, / mit demjenigen Beziehungsstatus unklar Menschen, endlich eine stabile Basis zu finden. Das kann für die einen oder anderen aber nicht ohne, also kann sein, dass ihr da so ein bisschen aneinander geratet, auch auf dem Weg. Ne? Aber unterm Strich sieht das ganz gut aus. So, meine Lieben, Mond-Venus anschauen, ganz wichtig. Erst dann habt ihr wirklich alle Infos. Findet ihr in der Singles 25. bis 31.07. Playlist. Einfach eure persönlichen Mond-, Venus- und Aszendentenzeichen da raussuchen. Mehr Waage-Videos findet ihr in der Waage-Playlist. Persönliche Legungen sind als Kanalmitglied möglich. Da habe ich einen Button mit dem schlauen Namen Persönliche Legungen eingefügt, jetzt im Abspann. Schaut euch um. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Lasst mir mal einen Kommentar da, gerne auch nach der Woche, wie aufregend das dann für den einen oder anderen tatsächlich war. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.